Ich liebe meinen Prusa Mini, denn er druckt wirklich fantastisch, muss ich sagen. So wie diesen E3D-Buggy hier, den ich mal als Abwechslung zu einer Banshee gedruckt habe. Und es gibt eine Sache, die ich gerne an dem Mini ändern würde und die ändern wir heute, nämlich mit diesem OneTech IFS Extruder, explizit natürlich für den Mini. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey Maggie, warum willst du überhaupt, wenn du mit dem Drucker zufrieden bist, dann jetzt einen anderen Extruder draufpacken? Ganz einfach, es gibt eine Sache, die mich am Mini stört und das ist dieses nette Teil hier. Das ist der Filamentsensor, keine Angst, der kommt nicht weg, sondern mich stört eigentlich eher die Art und Weise, wie er angebracht ist, nämlich so als eine Art Plinter hier hinten. Und das muss natürlich nicht sein, das geht wesentlich schicker, würde ich sagen. Und die Firma OneTech kam um die Ecke und hat natürlich hier den IFS, also den Inner Filament Sensor Extruder entwickelt, wo der Filamentsensor im Extruder-Gehäuse drin sitzt. Und das hat mich wirklich aufhören lassen. Und die Jungs haben mich angeschrieben, haben gesagt, hey, pass auf, du hast hier dieses Video über den Dual-G-Extruder gemacht. Wenn du wirklich mit OneTech zusammenarbeiten möchtest, dann sag's doch einfach, dann schicken wir dir was. Die haben mir dann einen Extruder geschickt für ein Projekt, was hier unten steht. Und den habe ich dann nochmal vergünstigt oben drauf bestellen können. Von daher vielen, vielen lieben Dank an die Firma OneTech. Das war echt cool von euch. Und wir schauen einfach mal in die Kiste rein, was denn da alles drin ist. Und natürlich als allererstes ein Pack Schrauben. Das ist hier das Prusa Mini IFS Screw Kit, also das Schraubenset. Ja? Da ist alles Mögliche drin, wie zum Beispiel mal die Kabelbinder, Schrauben natürlich, logisch. Und ein Getriebe für den Extruder und dann natürlich auch das Extruder-Gehäuse selbst. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, das sieht natürlich wie bei OneTech, wie man es gewohnt ist, richtig ordentlich verarbeitet aus und muss ich sagen, fühlt sich richtig gut an. Das werdet ihr auch bei dem anderen Projekt sehen. Es kommt auch bald, keine Angst, Kanal abonnieren, dann werdet ihr es nicht verpassen. Und ich muss sagen, hier oben kommt jetzt der PTFE-Schlauch rein, das heißt also von der Seite werden wir es wahrscheinlich dann ans Gehäuse montieren und hier hinten kommt der Motor drauf. Also lasst uns mal mit dem Umbau beginnen. Als erstes müssen wir natürlich den alten Extruder vom Rahmen entfernen und den dann sorgfältig zerlegen, denn wir brauchen das ein oder andere Teil aus diesem Extruder. Als nächstes kommt natürlich der Filamentsensor dran, denn daraus brauchen wir alle Teile. Sowohl die Magneten als auch die Kugel und natürlich, was soll es auch anderes sein, den Sensor selbst. Da wir jetzt alle Teile zusammen haben, können wir anfangen, den neuen Extruder zusammenzubauen. Und das heißt, dass wir erstmal schauen müssen, dass wir die Magnete richtig setzen, dass die also richtig gepolt sind und sich gegenseitig abstoßen in der richtigen Ausrichtung. Und dann können wir anfangen, diese Stück für Stück in den Extruder, in das Gehäuse einzusetzen. Das sorgt dafür, dass wenn die Kugel unten in ihrer Fassung ist und kein Filament eingelegt ist, dass beide Magnete sich voneinander abstoßen und so der Sensor ausgelöst wird. Haben wir das geschafft, können wir den Sensor verbauen und ihr seht hier schon, dass da der Stecker nicht mehr so drauf passt, wie er eigentlich drauf passen sollte oder wie er vorher drauf gepasst hat. Deswegen müssen wir jetzt beim Kabel vom Sensor einen kleinen Trick anwenden und müssen das schwarze und das rote Kabel miteinander vertauschen. Das geht ganz einfach, ich habe dafür hier solch eine kleine Spitzpinzette benutzt, damit kann man ganz einfach die kleinen Widerhaken von dem Stecker rausdrücken und dann die Kabel aus dem Stecker selbst rausziehen. Natürlich muss ich dann nochmal hingehen und muss mit der Pinzette und das Ganze nochmal ein bisschen anheben, diese ganzen Widerhaken, damit ich sie wieder ordentlich befestigen kann, damit sie nicht gleich wieder rausrutschen beim nächsten Mal. Und wenn wir das erledigt haben, seht ihr, passt der Stecker wie angegossen. Natürlich muss auch noch der Motor montiert werden und sobald wir das haben, können wir quasi das ganze Konstrukt am Rahmen montieren. Jetzt gibt es aber noch eine Kleinigkeit, die wir beachten müssen, denn wir müssen den Motor nochmal umpolen. Das heißt also, wir müssen hier auch nochmal das Gehäuse aufschrauben und zwei Kabel vertauschen. Das heißt, wir wenden die gleiche Technik mit der Pinzette an, wie schon beim Sensor. Und dann ist das Ganze auch innerhalb von 5 Minuten erledigt und wir können das Ganze wieder zuschrauben und loslegen. Nachdem wir jetzt die Hardware installiert haben, ist es natürlich auch notwendig, dass wir ein paar Einstellungen an der Software ändern. Das nehme ich zumindest mal aus der Anleitung. Wir müssen natürlich die E-Steps ändern, das habe ich mir schon fast gedacht. Und auch die Höhe der Z-Achse, denn da ist jetzt 5 mm mehr Spiel dazu gekommen, was beim Self-Test dann dazu führen würde, dass er sagt, ey, Moment, da stimmt was nicht, Digga. Da musst du nochmal ran, das kann nicht sein, die Achse ist auf einmal 5 mm länger, da mache ich nicht mit. Ja? Da steigt er wirklich aus, das sehen wir gleich nochmal.
Und ich bin dann hingegangen und habe die Firmware versucht zu updaten, dass ich über die 4.3.3 hinauskomme, weil ab der Software kann man dann auch in den Einstellungen die Hardware-Setup-Einstellungen ändern. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wie das funktioniert. Und habe dann erstmal wirklich mein blaues Wunder erlebt, weil er dann mit der aktuellsten Version, mit der 4.4.1, glaube ich, ist es, genau, und auch mit der 4.4.0 in einen Bootloop gegangen ist, also in eine Bootschleife. Das heißt, er ist hochgefahren, ist in den Bootscreen gegangen, hat verifiziert, ist wieder zurück in den Bootscreen gegangen, hat wieder verifiziert und das ging so endlos weiter. Und ich habe mich gewundert, was zur Hölle geht da los? Und ich vermute, entweder ist es das geklonte Board, was ich hier drin habe, was ich als Reparatur für mein Originalboard eingesetzt habe, oder es ist ganz schlicht und ergreifend ein Fehler in der Software und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe dann wirklich einen Trick angewendet, wenn ihr den noch nicht kennt, ich teile ihn gerne mit euch. Ihr geht hin und nimmt dann die vorhergehende Version oder da vorhergehende Version, packt die auf den USB-Stick drauf, startet den Drucker und drückt zweimal auf das Click-Wheel und dann bekommt ihr einen Screen angezeigt, wo ihr dann sagen könnt, ja, ich möchte die Firmware überschreiben mit der Firmware, die auf dem USB-Stick drauf ist. Da spielt es keine Rolle, ob die neuer oder älter ist. Das ist dann dem Drucker vollkommen egal, das finde ich super, das kriegen andere Hersteller nicht. Kleiner Zwinker an Creality, dass ihr das auch mal anbietet, dass man sagt, okay, man kann das Software wieder zurückspielen, ja. Beim SonicPad habe ich davor chinesisch Neujahr ein schönes Wunder erlebt, weil dann auf einmal gar nichts mehr ging auf meinem SonicPad. Und damit konnte ich dann wirklich mit der 4.3.4 konnte ich den Drucker dann zum Laufen bringen. Er hat mir dann noch direkt angezeigt, hey, möchtest du nochmal einen Setup-Wizard machen? Und ich habe gesagt, klar, mach mal. Und in dem Setup-Wizard macht er natürlich auch einen Self-Test. Und der Self-Test ist gnadenlos durchgefallen. Es hat eigentlich alles funktioniert, bis auf die Z-Achse. Und bei der Z-Achse hat er gemeint, ey, Moment, Digga, das Ding ist viel zu lang. Mach doch mal bitte, sag doch mal bitte, was jetzt richtig ist. Ich bin dann durch den Setup-Wizard durchgegangen und habe dann später in den Einstellungen das Ganze behoben. Da kann man in den Einstellungen einfach, wenn man dorthin navigiert, unter Hardware-Setup, dann lange auf den Button drücken bei Hardware-Setup, dann kommt man in die versteckten Einstellungen und dort kann man dann die E-Steps für den Extruder, das muss hier bei dem Extruder jetzt auf 415 geändert werden, der ist jetzt bei 300 Paar irgendwas gewesen und man kann natürlich die Z-Achsenlänge von 185 auf 190 ändern und dann läuft er. Dann habe ich nochmal einen Self-Test durchgeführt. Er hat gesagt, ey, alles okay, alles proper, lass mich mal losdrucken. Und ich habe direkt losgedruckt. Wo ist es? Da. Und dieses Objekt hier gedruckt. Und wenn ihr euch sagt, okay, Maggie, aber ich will jetzt sehen, ob der Filamentsensor funktioniert. Ja, funktioniert er. Er hat nämlich nach der ersten oder zweiten Schicht gesagt, Moment, wo habe ich das Filamentstück? Hier. Dieses Filamentstück reicht nicht mehr aus, um damit ordentlich zu drucken. Das ist klar, ja. Also er hat da schon gemeckert, hat das automatisch ausgeworfen, hat angefangen zu piepen wie wild. Wilder als R2-D2, wenn er mit seinem Datenstick in die Steckdose fasst und hat dann gesagt, okay, ich brauche ein neues Filament. Ich habe mir jetzt hier das KVP PLA draufgepackt. Das druckt sich genauso gut wie das von Devil Design, glaube ich, ist das. Oder ja, das ist so ein Derivat von Devil Design. Die haben das wahrscheinlich für die produziert. Druckt sich genauso gut, druckt sich genauso genial, sieht genauso genial aus. Ihr kriegt nochmal ein bisschen B-Roll davon rein. Und ich muss sagen, ich bin total happy, wie das Ganze rausgekommen ist. Ich habe auch dann direkt erstmal natürlich einen Test gefahren, wo ich sehen konnte, okay, ob das so richtig eingestellt ist. Denn wenn man das Ganze neu einstellt, zerhaut er einem den Abstand, den man vorher schön kalibriert hatte für das Druckbett. Und den muss man dann nochmal neu einstellen, aber das war kein Problem. Das war innerhalb von ein, zwei Versuchen gelöst und dann konnte ich auch direkt losdrucken. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert wunderbar. Ich habe auch schon was anderes gedruckt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ha, dafür müsst ihr den Kanal abonnieren und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen nochmal und vor allen Dingen vielen lieben Dank an Bontech, dass sie mir den Extruder zur Verfügung gestellt haben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hodl the line und ciao.